Ey, Mohn-Ingenieur, ey, ich hab Probleme mit der Polente. Jo, nee, du, die haben hier eh keinen Geschmack. Aber deine Karre sieht ganz schon komisch aus. Hast du damit angestellt? Ja, was soll ich sagen? Ich bin durch die Gegend geverratet und dann kam ein Bulle an und sagte, nee, alles schlecht. Aber dafür habe ich hier ein assreines Würstchen für dich. Ey, wo ist denn jetzt der Klaus wieder hin? Einfach weggelaufen. Ey, Manni, alles gut bei dir? Was macht denn der Manta? Ja, du, und deshalb habe ich mir einen Mofa geholt. Weißt du, da kommt TÜV nicht. Weil, weißt du, Mofa-TÜV ist scheiße. Wie? Mofa-TÜV soll jetzt bald kommen? Nee. Null Scheckung. Ui, du, guck mal, den können wir stilllegen. Oh! Das ist ein hauptberufliches Nasenfahrrad. Oh. Jetzt brauchen wir eure Mofas TÜV, ihr alten Schlause. Da geht ja gar nicht. Wie stillgelegt? Nein, Mofa braucht keinen TÜV. Nie. Unsere Mofas brauchen keinen TÜV. Die laufen 55. Die gehen ab ins Stauf rein, die Scheiße. Und guck dieses scheiß Roadtrip-Video. Wisst ihr Bescheid? Ein wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Und willkommen bei Max Speed Shop. So, pass auf, wir haben den nächsten Morgen. Wir hatten ja gestern genug Gerödel gehabt. Heute ist Mittwoch, heute ist TÜV-Tag. Und der erste. Also alles, was geht. Wir reißen heute ein. Übrigens wegen Zeitblase, ne? Haben wir für eine Zeitblase, ich glaube, 5 Tage oder so? Es geht eigentlich noch, ne? Haben wir schon schlimmer. Deswegen, da müssen wir uns eigentlich durchbeißen können. So, pass auf, wir fahren jetzt zum Gummiklaus in der Ecke. Es gibt so einen Laden hier in Wilhelmshaven. Der arbeitet nur mit Gummi. Mit Keilriemen, mit hier Dichtungen und naja, Firma Gummischwalben. Da fahren wir jetzt hin und die müssten hoffentlich Gummi für uns haben. Für unsere Keilriemen vom K30. Jens war ja gestern da, wir hatten 100.000 Keilriemen da gehabt, aber keiner von diesen Keilriemen passte, die ich hatte. Und ich hatte wirklich viele Keilriemen. Für den Arsch. Deswegen, hoffentlich haben die richtige Länge. Dann können wir nämlich an den K30 wieder flott machen, damit wir endlich wieder eine hier zuverlässige Zuggurke in der Gurkenbude haben. So, auf geht's! Guck mal, heute zeigt der Winter doch mal, dass wir Winter haben. Was ist denn hier los? Was? Die Schlange geht doch nicht so... Nie! Never! Never ever geht die Schlange so lang bis zu der Ampel. Nee! Nee, 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 nee. Oder? Nee, tut's nicht, oder? Wenn die nämlich so lang geht, drehe ich nämlich gleich so wieder um und fahre woanders lang. Ich schwöre euch, die Schlange, die da ist, ne, die geht locker, betone, locker, Kilometer oder 1,5, da kann man anders in Wilhelmshaven reinfahren. Da gibt es andere Möglichkeiten. Scheiße, Berufsverkehr, Alter. Und die muss in die Stadt rein und ich habe sowieso nicht so viel Zeit. Also ich wollte nur eben schnell in die Stadt fahren, die Gummigeschichten holen, weißt du, und dann wollte ich los mit meinen Jungs zum TÜV. Muss er noch aufladen und so. Alter, Katastrophe. Da muss ich um das Wohngebiet hier fahren jetzt. Ich wohne hier zum Glück gleich um die Ecke. Also bin ich sogar Anlieger. Das passt. Also was soll's. Ja, ihr seht mich gleich, wenn ich mich irgendwie durchgeschlagen habe und hoffentlich einen Keilriemen in der richtigen Länge gefunden habe. Junge, sieht das geil aus, ne? Kannst sagen, was du willst. Sieht echt geil aus. Mit der Sonne und dem Licht und dem Nebel und so. Das schockt. Wir können sogar... Warte mal, wir haben eine Idee. Ich kenne hier eine Abkürzung. Da kann ich sogar bei dem Papa von Hornbach fahren und so fahre ich dann den Berufsverkehr. Außer natürlich, die haben die Schranke zugemacht, habe ich Arschkarte. Guck mal, ein Bruder. Auch eine geile Kiste. Wilhelmshaven im frostigen Frühling, ey. Naja, Winter noch, ne? Für mich ist schon fast Frühling. Aber der Transport steht immer auch da. Der Bremer, seht ihr den? Der Mercedes. Mit der Brille hinten dran. Habe ich schon mal ein paar Mal ein Video gezeigt. So, bin aber gleich da. Dann wollen wir mal gucken, ob die auch so einen Keilriemen haben. Wäre schon der Hammer, dann kann ich mir schön arbeiten heute. Und dann kann der Keilriemen 30 wieder laufen. Man kennt ihn. Ich bin noch gar nicht erzählt, die hatten auf eBay hatten sie hier Standheizungen im Angebot. China-Standheizungen. Ja, die waren echt nicht teuer, das ging eigentlich noch. Also, ne, also wie soll ich sagen? Ja, 75 Eier habe ich bezahlt pro Standheizung. Neu. Ähnlich wie im LT, nur ein bisschen kleiner. Jetzt habe ich 2 Stück geordert. Eine für den K30, dass der endlich mal eine ordentliche Heizung kriegt drin, wenn er schon keinen Wärmetauscher hat. Also zum Zuheizen. Und einmal für den Robur,
damit der auch im Winter einsatzbereit ist. Das ist eins meiner Projekte jetzt, in die Dinger da mal reinzufummeln, damit die beiden auch ihre Arbeit machen können, weißt du? Dass das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ein Robo macht die ja auch Sinn, im doppelten Sinne. Man kann ja später, kann man die ja auch bei so einem Camping ausbauen, wenn er so einen Koffer kriegt, kann man ja auch einen Schlauch von da aus rüberlegen in die Dingsen und halt in die Kabine. Das ist ja relativ egal, kann man ja umstecken dann. Also macht schon Sinn. Und mitten in der Innenstadt von Wilhelmshaven, das ist hier gleich links, mitten im Wohngebiet, ganz unscheinbar. Eigentlich ganz witzig. Naja, so als Friedeburger Jungen hier jetzt rumzueiern, ist so ein Ding für sich. Aber ist halt so, ne? Und ich bin ja kein Friedeburger, ich wohne ja eigentlich hier in Wilhelmshaven. Aber für mich ist es halt am einfachsten, weil aus Friesland liegt. Hier sind wir richtig. Das sind die einzigen Jungs, die das hinkriegen hier. Da sind sie. Ich habe sogar noch zwei Längen genommen. Ich habe ein bisschen variieren lassen. Ich habe auch eine Nummer länger mitgenommen. Aber haben noch einen guten Preis gemacht. Ich habe bezahlt pro Keilriemen 11 Euro. Das ist ja echt günstig. Normal kosten die 14,80 Euro. Ja, das kannst du nichts zu sagen. Deswegen auch mein Shootout. Danke an Gummischwalm. Da fahren wir mich jetzt alle schon. Alle, die ich kenne aus meinen ganzen Klicken und so. Wenn wir irgendwelchen Scheiß brauchen, wenigstens wenn es um Keilriemen und sowas geht. Oder irgendwelche Dichtungen, fahren wir immer alle hierher. Wir haben wirklich Regal voll gehabt. Da hingen einfach ganz viele Keilriemen. Und dann war das Thema durch. Das ist natürlich ein Maschinenkeilriemen. Das ist kein Keilrippenriemen, das ist ein Keilriemen. Aber das tut dem K30 ja nicht weh. Der fährt auch mit einem Keilriemen. So, auf geht's. Ach, wo Licht anmachen sollten wir lieber vielleicht, weil ist heute sehr dunkel. Aber ein Rührei kann ich mir heute sonst wo hinschieben. Dann schaffe ich es heilig nicht mehr. Schade eigentlich. Aber ich bin total glücklich. Wie gesagt, es ist ja nicht immer so, dass man passende Teile für solche Autos findet, da wo man hin will. Ne? Also das ist das Ding halt. Was das denn, Alter? Das ist ja das da mit Jeepgrill. Das ist auch wie ein Cherokee. Nur ein bisschen verschrobener. Was war das? Jetzt habe ich alles gesehen. Was ich doof ist, ich habe meine Bluetooth-Box vergessen. Ich höre mal ganz gerne Musik so morgens. Aber das kann ich heute vergessen, weil das Radio bei der Karre ist nämlich in den Arsch. Bitte hier. Ich glaube nur, der Power-Anschalter ist kaputt. Da wollte ich auch mal ein anderes Radio einbauen, aber kein anderes Radio würde hier in dieses Auto reinpassen, von der Optik her, wenn ihr so seht. Das passt ja gar nicht. Normales Radio. Deswegen hier, ich muss immer so eine Dingsen dabei, so eine Bummbox und fertig. Übrigens, hier, guck mal, seht ihr da links dieses große Wohngebäude, was da gebaut wird? Da dieses fette Teil da, hinten auf zweiter Reihe. Da, wo diese Baurüsse rumstehen, das baut gerade Harry. Nur mal so nebenbei, so mal zu erzählen, was Harry so macht und seine Söhne. Die sind ganz schön dick am Tüdeln. Ah, gut, würde ich mal sagen, komm, weiter geht's. Ich muss erstmal jetzt hier. Vielleicht kann ich meine Kopfschmerzen tun. Aber ich habe den Korb heute nicht gut. Bin ich gerade in Rufenviertel hier, wo er am Tüdeln ist, aber der ist nicht da. Schade eigentlich. Aber so viel Zeit hatte ich eh nicht. Oh, die haben hier einen Kiosk, das weiß ich. Und die haben sicherlich einen Kaffee für mich. Dann müssen wir das Morgenritual erledigt. Ohne Rührei. Auch ein wunderschönes Alltagsauto, ne? Mit wunderbar quietschender Tachowelle. Bei dir? Das kann er ganz gut. Aber cool bei dem Teil ist hier, wie gesagt, das ist ja eigentlich die schon im Alltag läuft. Und der braucht auch nicht so viel Sprit, das geht eigentlich noch. Ist ein Einspritzer, dieser hier. Ist ja kein Vergasermotor. Ist ein TBI-Motor. Was wollte ich noch erzählen? Achso, ich wollte noch erzählen, dass hier nächsten Monat läuft der Kronweg wieder. Den vermisse ich so ein bisschen. Und als ich auch gesehen habe, Alter, nächsten Monat muss der hier Dixon zum TÜV. Der hier, der K30. Alter, das ist schon wieder 2 Jahre her, wo wir den gekriegt haben. 2 Jahre her, Alter. Der muss zum TÜV. Aber TÜV ist nicht das Problem, der Wagen ist okay, ne? Aber hier hat er nichts dran, was kaputt gehen kann. Weißt du, so ungefähr vom Gedanken her. Also, da ist ja überhaupt nichts dran. Aber, naja, Zeit vergeht, Mann. Kannst sagen, was du willst. Zeit vergeht. Ich meine, guck mal hier, der K30 war ja schon in Friedeburg von der Zeit her. Vom Kauf her und vom Fertigmachen mit Jens damals und mit Tobi und mit Adrian. Die ganze Gang da, alle am Tüdel und dem Ding. Alter Schwede, das waren noch Zeiten. Junge, bin ich auch 2 Jahre selbstständig jetzt. Läuft. Läuft. Also finde ich ganz cool. Bin ich ganz stolz. Hätte ich damals nicht gedacht, dass ich das durchhalte. So. Es geht los. TÜV. Die drei nervigen Buchstaben des Bösen. TÜV da. Passat ist heute dran. Und der hier, der Dings. Passat und hier TÜV 2. Und Harry. Moin Harry. So, weiter geht's hier im Programm. Jetzt kommt der Passat.
Der braucht nämlich die drei Buchstaben. Der kann hinten drauf. Hoffentlich den richtigen Schlüssel mitgenommen, bin ich ganz sicher. Ich glaube aber schon, oder? Ach Scheiße, echt jetzt? Nein! Oh! Ich habe nie eine Hand gehabt von dem Auto, das ist mein Problem. Wenn ich den in der Hand gehabt hätte, wisst ihr natürlich jetzt genau, welcher Schlüssel welcher ist. Was ist das für ein Scheiß auf der Kamera? Besser? Ja, wa? So könnt ihr wieder besser gucken. Oh, ich hatte Zeit und hat Harry mir gerade noch ein paar Minuten geklaut. Jetzt bin ich wieder am Rennen, weil ich habe ja feste Termine. Ah, ich ändere den Plan jetzt. Wir fahren den hier auf eigener Achse. Minus 2 Grad draußen übrigens. Und fahren den hier nachher nach Friedeburg zum TÜV zur Nachprüfung. Den hier Dingsen. Das ist viel einfacher. Sparen wir 5 Material und nicht unbedingt jetzt hier den ganzen Diesel für den Abflappwagen. Oh, der bremst ja wie eine 1 der Wagen. Junge. Nimm den hier mit. Fahren den einfach. Ist auch weniger Stress. Geht schneller, gemütlicher und vor allem ist der Materialschoner für den LT. Also mega toll. Bock habe ich jetzt nicht drauf, weil ich jetzt ein Arsch war. Wegen dieser komischen Geräusche, die er macht. Und naja, nächste Woche kommt Jens und dann rübeln wir das Ding unterwegs. So, ich glaube, dass er hier ein Arsch ist, der Kollege hier. Hier. Kreuzgelenk ist tot. So ein Spiel hast du normalerweise nicht. Nie im Leben. Nie. Niemals. Warte, nochmal. Nee, das Differentialspiel. Scheiße. Ja, ich finde das schon heraus, woran das liegt. Ja, die aus dem Mittellager, das könnte auch in den Arsch sein. Oder halt, schlimmster Fall wäre hier Getriebe, Ausgangswelle. Ja, dann muss das Ding nämlich auseinander komplett. Das wäre richtig scheiße. Gucken wir mal. Aber egal, erstmal Fassad hin. Wenn der Fassad fertig ist, wäre schon mal eine ganz, ganz gute Erleichterung. Weil der andere, der ist hier drin, den kann ich ja auch jederzeit zum TÜV eiern hier im Dorf. Den Tag machen wir ja nur wegen der Termine. Kacke dampft nämlich wieder, tatsächlich. Könnt ihr es riechen? Ich schon. Ja, wir müssen noch was ändern. Die Riemen von K30 passen nicht. Das heißt, ein Abschleppwagen gespannt wäre sowieso jetzt scheiße. Weil müssen wir mal zu den Gummitypen hin und dann mal Gummi holen. Gummi geben ist unsere Spezialität. Aber besser so als anders. So, man muss pieseln und dann geht's weiter. Aber wäre es zu schön, wenn alles so klappen würde, wie man sich's vorstellt, ne? Aber gut, der Passat macht sich ja ganz gut. Kann man den jetzt ein bisschen Probe fahren, weil ich glaube, dass der relativ safe ist, der Wagen. Der wird eigentlich, denke ich, uns zwischenmäßig nicht viele Probleme haben. Ein paar Landigkeiten gehabt, aber die haben wir dann nicht ausgetrieben. Und die Felgen sehen geil aus, ne? Nachteil ist natürlich, dass er kein Fahrwerk hat. Nur diesen Tuning-Felgen da ein bisschen, ja, ein bisschen hoch steht. Ah, sind sogar eingetragen, die Dinger. Beziehungsweise haben eine ABE. Originalfahrwerk, ein ABE passt ja immer irgendwie. Wenn du Sprachfahrwerk brauchst du übrigens eine Eintragung. Weil dann müsst ihr nämlich das Fahrwerk zu den Felgen zusammen eintragen lassen. Nur mal eben so nebenbei bemerkt, weil das ist gar nicht mal so einfach mit Sportfahrwerken. Das kostet immer ein bisschen mehr Kohle. Morgen die Segelbergtour von K30 und dann brauche ich den für. Okay, kurz die Taxi, weiter geht's. Ah, was ein Scheiß. Aber ist es ja wieder hier. Dann haben nur die passende Riemenlänge nicht. Wir haben 100.000 Keilriemen und ich sage euch wirklich, wir haben wirklich viele Keilriemen. Aber keiner passt. Jetzt ist Gordon gerade dabei, das richtige Maß auszubaldovern, irgendwie, dass wir was tüdeln können. Dass der dann irgendwie funktioniert, weil ich kann nicht einen halben Laden jetzt leer kaufen, da. Ich will schon laufen. Muss laufen. Ah, das geht's nicht. So ist auch mit dem Kamera-Akku jetzt eben aus. Und dann geht's gleich auf Reisen. Mal gucken, ob der TÜV hier der Kiste gnädig ist. Wäre geil. Wäre wieder schön. Haben wir ein schönes Verkaufsauto, was auch definitiv lange laufen wird und nicht viel Ärger macht. Und dann ist das, und dann steht die Lichtmaschine so. Also haben wir noch ein bisschen, so ziemlich mittig. Können auch wieder zwei holen, ne? Ein bisschen Abwechslung da reinholen, die Sache. Ich weiß nicht, ich will nicht garantieren, dass das passt. Ich habe den da rumgefummelt. Mhm. Ja, ja, hast geguckt, die Länge, genau. Genau. Einen Strich gemacht, ja. Also über beides rüber. Wir holen einen, der einen Ticken zu lang ist, einen genau richtig und einen kürzer. Wenn wir den haben, dann wäre das am besten 1,20, 1,15 und 25. Das wäre vielleicht am besten. Dann schreiben wir eben kurz auf und lass uns die alten Riemen mitnehmen und dann gehen wir gleich, wenn wir beim TÜV fertig sind, fahren wir da eben nochmal hin. Weil die haben, eigentlich haben die alles da. Warte mal, ja. Wo ist der Star? 1120. 1120.
Und die Karre ist in Ordnung. Alles ruhig, ne? Kann man nicht meckern, ne? Hier, läuft komplett ruhig. Perfekt. Auch fahren tut er perfekt. Nicht zur Gülle. Alter, ich fahr gestern nach Hause. Ja. Fahr da, was weiß ich, normal, ne? Auf einmal, Alter, ich bin fast von der Mofa gefallen. Wieso? Alter, das hat so gestunken auf einmal. Ey, sowas habe ich noch nie gerochen. Ich weiß nicht, was sie darauf gekloppt haben. Ich bin wirklich fast, meine Nase ist richtig angefangen zu laufen. Das ist, der Preis für den Umweltschutz. Weil mittlerweile haben die ja keine Anhänger mehr, wo die Scheiße hinten rausgeschossen wird. So wie früher, was ist so, einfach so Güllewagen, wie man so kennt. Ne? Die sind jetzt ja alle out-to-date. Die haben jetzt alle solche, sozusagen eine Gülle-Injektion. So mit 6, 7 Schläuchen und dann werden die so aufs Feld abgelegt. Ja? Ja. Alter, ey, das war so böse. Sowas hab ich wirklich noch nie gerochen. Und ich komme ja auch vom Land. Ja, ja. So, Alter, das war der Gülle-Overhaul. Ich denke, Alter, was war da? Einmal von der Straße geschissen. Ich bin fast umgefallen in der Karre, Alter. Oh, ja. Was ist das denn, ey? Oh, voll benebelt. Wollen wir dann mal hoffen, dass wir noch einen Keilriemen kriegen. Weil morgen ist wohl die große Tour, ne? Ja. Wäre schön. Weil wenn das so nebelig ist wie jetzt, brauche ich Licht. Ja, morgen ist nicht nebelig. Da kann ja, was werden. Kann schon sein. Ne? Ja, vor allen Dingen fährst du ja auch schon früh los. Ja, 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 klar. Deswegen. Dann ist es ja noch dunkel. Dann sollte man schon eine Fackel haben. Ne? Macht Sinn. Dann müssen wir vorne noch irgendwelche Pretorionlampen antüdeln. So, zu Lagerfeuer in der Dose. Ja. Alles, was geht. Wir machen heute Morgen schon mal. Ja, ja, ist, ja, ja, war ich auch. Ach, klar. Ja, du. Ja, ja. Hä? Ich? Wieso das denn? Ist das blöd? Habe ich da nur geschlafen? Da bin ich dann mit einem Caprice lang geguckt. Immer links das Rathaus von Wilhelmshaven. Hast du mal gesehen? Ja? Dann. Mhm. Zeitziehen-mäßig. Das Ding haben sie in den Krieg ziemlich kaputt gebombt, aber haben sie wieder aufgestellt. Okay. Ja, unser Passat hat TÜV bekommen. Ohne Mängel. Also alles Wunderbärchen. Ne, aber war auch klar, der Wagen ist ja ziemlich gut. Ja, was jetzt? Angerstraße zum Gummifürsten wieder hin. Und dann gucken, dass wir den richtigen Keilriemen kriegen. Wahrscheinlich nehmen wir diesmal 3 mit. Anker ist mal ein Dorf gewesen, das mitten im Jadebusen liegt. Okay. Das ist aber nur abgesoffen. Aber es gibt den Leuchtturm noch, der heißt Ankerster Leuchtturm. Das ist die Ankerstraße. Okay. Alles wird ins Hafen getüdelt. Ja, eigentlich haben sie noch keinen Mittag gemacht, haben richtig Schwein gehabt, Alter. Natur und technische Gummiware. Geil. Feier ihn. Also die ganz gut dabei hier. Mhm. Ja klar, du bist doch der Gummimann. Der Gummi-Experte. Nein. Die gebe ich am Ende die Schuld, wenn das nicht funktioniert. Nein. Ja, einer muss die Schulter haben. Nein. Das kann nicht immer ich sein. Doch. Warum nicht? Warum? Warum immer ich? Schöni. Schönikowski. Oh, dein Leben läuft bei uns. Du kannst sagen, was du willst. Ja. Meinst du, ist Autohändler dein Job? Kann ich mir schon vorstellen. Siehst du? Aber denk dran, das ist nicht immer so wie bei uns. Nee, auf keinen Fall. Das ist auch viel Scheiße. Auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall, guck mal, wir uns so einen schönen Passat hier angucken, wie der schön strahlt hier. Immer schön Spaß. Am meisten Spaß macht er, wenn er nachher weg ist. Irgendwie ist nicht so über. Aber wir können ihn. Ja, ist nicht. Also am meisten finde ich. Nachteil daran ist halt hier, ich kann ihn jetzt noch nicht verkaufen, weil ich hätte ihn ja heute inseriert. Aber ich verkaufe keine Autos mit Kennzeichen, da sind nur Scheiße mit. Das Ding muss natürlich ordentlich weggetüdelt werden. Ne? Ja, das will das kannst du nicht bringen, weil nachher macht da einer Mist mit den Kennzeichen, ja, weißt du, das will ich nicht. Aber du guckst, Plakette hat trotzdem gekriegt. 3,25, kann man nicht meckern. Kennzeichen bewahren wir auch auf. Ich kann Wetten davon sehen, wir wieder haben. Gurkenmuseum oder irgendwas. Mhm. Kann mir vorstellen. Mhm. Oh, deswegen, so läuft das. Oh, er macht sich ganz gut. Ja. Weiter geht's. Und morgen ist wieder. Ich bin gespannt, wie das gleich läuft. Ich werde mal daran schreiben, mit dem Verkäufer von dem G20, wie das so läuft. Mit den Chevy-Fan-Dings. Ja. Könnte nochmal interessant werden. Mhm. Alter, wieder so eine Gurke auf dem Hof stehen, die nicht läuft. Super, ne? Das ist mein Leben. Ja. Ich muss sie ja trotzdem dann wieder haben. Ja. Ja, ich bin halt ein komischer Typ. Ja. 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 Zurück in der Gurkenhalle. Jetzt wird es immer wilder. Passen die Kylies? Passen sie nicht? Weiß keiner. Die Kylies, Alter. Die guten. Die guten Kylies. Ich sehe mich heute noch ein drittes Mal. Noch. Nach dem Gummimann zu fahren. Der Gummimann.
Könnte aber klappen. Mal schauen. Ich geh mal an den Watschnevillo wir holen, ne? Für unseren Schrotti-Harry. Ja, ja, wir haben hinten nämlich noch unseren Schrotti-Harry, das ist ein Schrottplatz, Klaus. Auf jeden Fall ist der am Tüdeln und hier muss dann der Getränkeautomaten aufladen und hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich hab gesagt, klar, Alter, du hast mir einen Getränkeautomat geschenkt. Klar helfe ich dir. Eine Hand wäscht die andere. So. Hopp, weiter geht's. Dann läuft der Bodenkasten. Schlasse kümmert sich gerade um den hier, um den Dings, um den Passat. Und so langsam kriegen wir so alles voneinander. Erst langsam, wir kriegen sogar alles ziemlich voneinander. Ich bin ganz zufrieden eigentlich. Meine Unzufriedenheit von letzter Woche, die hat sich in Zufriedenheit aufgelöst. Gut, ne? So, gut, weiter geht's. Hoffentlich hat man den Chevy alles. Wäre ganz gut, wenn ich den Termin morgen wahrnehmen könnte, weil morgen habe ich für die Familie auch freigenommen. Ne, weil ich am Samstag mit Michi schon wieder losfahre, da holen wir einen Rohbohr. Alter, für das welterste Video sein, wo Michi dreht, was bei Tageslicht ist. Ob wir es ertragen können, das Video. Scheiße. Aber ich will auch einen Rohbohr haben. Ich muss mit einem Robo da hinfahren, um Robo zu holen. Also die Robo-Brüder. Wahrscheinlich nehme ich einen K30. Oder was nehme ich für eine Karre? Keine Ahnung, habe ich überhaupt eine Karre, die so weit fährt? Nee. Cutburg vielleicht, den könnte ich wiederholen jetzt. Das ist ja der erste jetzt, von da kann ich jetzt einen Porsche fahren. Den kann ich mein Auto wiederholen. Ah, das säuft so viel. Ja, Gurke vielleicht. Aber ob Michi die Gurke feiert? Ja, ich glaube schon. Da ist er wieder mit dem Watschneck Vilovi. Watschneck Vilovi, Vilovi heißt das irgendwie. Ich glaube nur Vilovi, Vilovi, Vilovi. Habe ich mit dem Polen letztens gehabt, wie das in Wirklichkeit jetzt heißt. Weil die können halt kein Deutsch. Nur halt, mit denen zu diskutieren, ist halt nicht ganz so einfach, weil ja, die können halt kein Deutsch. Ich habe den beiden Jungs da ausgeholfen, jetzt konnten die mit dem Watschneck Vilovi, bisschen Watschneck Vilovi. Ja, und ich gehe in der Zeit mal eben in die Gurkenhalle und mache mal ein paar Telefonate. Müssen wir mal kurz gucken, vielleicht hätte ich den Volvo heute schon ausliefern. Vom Plan her besser passen als morgen, weißt du? Oh, schön hier. Das, was ich so gut gemacht hat, der Passat, das freut mich. Junge, ist das dunkel hier drin. Der Riemen passt? Hoffentlich. Ja, das sind 50 Kilometer, weil er nicht passt. Zwei. Das ist noch der alte hier. Das ist der alte, ja? Ja, genau. Da passen wir hin, wenn wir nicht kurz. 1210 ist das Maß, soweit ich weiß. Oh. Ja. Ja. Das ist sehr hoch. Das ist Ober-O. Ich verstehe diese ganzen Maße nicht mehr. Aber, ja. Ey, wie viel ist das? Das sind 1120. So, und was ist das hier? Wieso sind das hier 1200 und der ist kürzer wie... Ich verstehe das, da steht wie doch nur Scheiße drauf. Wie echt jetzt? Der ist kürzer? Zeig mal. Alter, ich flipp, Alter. Ich bin sowas von kurz vorm Durchdrehen hier gleich. Ja, die Riemen des Bösen. Kotzt das sowas von an. Zeig mal. So. Der hat... Volvo... So, 1013. Der ist kürzer. Wo hab ich denn... Ach, warte mal. So. 1013, das ist... Wieso steht denn hier 1200 und 1000? Länge ist 9,5 mal 1000. Und was soll das hier? Das ist hier irgendwie Marke oder... Hey, Marke 1200. Ja, 1200. Wer das hier? Keine Ahnung. Wo sind denn die oder die Zugkraft, die anderen beiden sind hier. Die neuen. Die neuen? Gib mir mal bitte. So, jetzt ich gleich nochmal durch. Oh. Ich muss gleich wieder fahren, glaube ich. Habe ich so ein bisschen. Ich ahn's. Geil, ich mach's mal einen Kundenanruf. Ob ich die Kiste heute noch ausliefern kann. Scheiße, Wilhelmshaven ist so schweineweit weg. Das ist eine Stunde Fahrt hin und zurück. Ne? Oh, Entschuldigung, Spiegel. Klick, der normal. Oh Mann, ich hab's fast geahnt. Aber wir hätten auch 1200 gehabt, die haben auch nicht gepasst. Alter, das ist wie ein Fluch, diese scheiß Riemen. Alter, ich weiß auch nicht. Was ich jetzt mache, ich werde dann mit dem K30 einfach hinfahren. Und dann wird der K30 da der hier Riementester sein. Vor Ort, Alter. Das ist scheiße. Es regt voll auf.
Aber wir haben natürlich kein Keilriemenmann hier um die Ecke. Da müssen wir auf eine Kundin warten, weil wir vielleicht noch so einen Reifentypen wollen, so einen Gummitypen wollen. Eine Kundin wollte sich den Citroën noch angucken, die wird jetzt gleich kommen. Und man weiß ja, wenn die gleich kommen und du bist weg, bist du immer der Idiot. Jetzt sind wir aber gerade dabei, den Alfa Romeo auszulesen. Hatte noch einen Airbag-Fehler gehabt, aber der war scheinbar nur wegen Unterspannung. Das ist nämlich weg. Also jetzt ist der TÜV fertig, jetzt können wir jetzt zum TÜV fahren. Perfekt, er hat Bock. Dann kann der aus. Ausschalten, genau. Zack, erledigt. So, die Warnleuchten leuchten, die leuchtet. Gut, dass wir nächstes Mal zum TÜV müssen, ne? Gut. Läuft bei uns. Bestes Leben. Ja. Da geht's so durch. Alle wieder keine Airbag und ABS-Leuchte und so ein Scheiß. Was hat man denn das Problem? Das fehlt noch, ja. Alle ohne Scheiß. So, kommen wir mal. Auf zum Gummityp. Da sind wir beim Gummimeister auf dem Parkplatz. Jetzt geht hier auf Neues los. Jetzt haben wir direkt gleich einen Keilriemen, zack, und jetzt gucken wir, ob es passt. Die Kurve dürfen die dampfigen Schornstein. Ja, der muss da rum, ja. Nur was können wir auch den großen Kreis nehmen, ne? Den ganz, ganz großen Kreis. Wenn alles schief geht, nichts passt, machen wir einen mega langen Riemen. So. Oh. Oh? Oh, oh. Nee. Das passt auch nicht. Ich blick hier nicht mit. Das hat auch damit zu tun, was wir für einen Durchmesser haben. Passt nicht. Guck, das passt wieder nicht. Aber mit dem Spann reicht das Leben nicht. Nee, passt nicht. Der ist zu lang, würde ich sagen. Ja, eine ganze Ecke. Würde ich mal sagen, nehmen wir den gleich wieder mit. Und was haben wir für eine Breite? Achtung, ich fuhr mal kurz hier dazwischen rein. Die Breite haben wir hier. Wir haben hier 10er. 10, 2,30. Kann doch nicht wahr sein. Das ist der Fluch. Das ist 10. 1215 sind das. Also vielleicht 1200. Ja gut. Komm, weiter runter. Komm wieder rein, weiter geht's. Dann haben wir einen, der könnte eventuell passen. Das ist ein 2000er oder 1994, ne? Ungefähr. Ja, irgendwie so ein Ding ist das. Nee. 1194. Na, 1100, stimmt. Einer wäre 2 100, Meter, wäre viel zu lang. Die können wir noch einmal ins Auto wickeln. Die können wir noch mal so einfach. Ja, das wird die Alternativvariante, dass wir den großen Kreis mitnehmen, komplett, ne? Mit der Sprungscheibe und sowas. Aber das wäre wirklich nur ein Notfallplan. Gucken wir mal, ich bin gespannt. Aber die Idee, die Karre mitzunehmen, war gar nicht mal so schlecht, würde ich mal so sagen. Weil dann wären wir auf jeden Fall noch mal einmal umsonst gefahren, glaube ich. Man muss noch ein bisschen lösen, glaube ich. Ja, der kommt. Gut, dann ziehe ich ihn auf Spannung und du ziehst ihn an, oder machen wir das? Könnte sein mit Glück, ne? Aber ich finde es blöd, die Riemenscheiben für den Lichtmaschinen sind komplett anders wie die Riemenscheiben unten von der Servopumpe, ne? Von der Art hier, so von der Bauart hier. Ich sehe ihn. Oh. Kamera an. Oh. Jo, läuft. Da ist sie. Ganz tüdeln. Ist die Riemenspannung? Ich glaube, das passt ja. Spannig. Ja, spannend. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Alter. Kannst du noch mal von da ein bisschen hoch drin hochziehen? Wie machst du? Ja, Hebel machst du? Ich krieg die von hier nicht so. Weißt du, wie ich mache? Aha, aha. Sollte reichen, ne? Recht dicke. Zieh unten noch mal an. Die untere Schraube. Ist gut, dann haben wir das fest. Dann müssen wir den anderen zweiten Riemen nochmal reintun, dann kommen wir gleich mal, ob er quietscht. Bin ich gespannt. Die Flucht passt. Die Flucht ist. Könnte klappen. Tatsächlich, es könnte klappen. Das ist gut. Feuer frei. Ja. Bist du wieder hier? Ja, ja, ja. Ja, ne? Aber es sieht ganz gut aus.
Also, ich hätte mir schon mal vorgestellt. Was? Ich hätte mir das schon mal vorgestellt. Ja. Sieht gut aus, ne? Nochmal Last drauf. Warte mal, Licht an. Quietscht. Das ist ein ganz neuer Zaun, den hatten wir noch nie. Das ist ja so ein Schleifstück. Ja. Das ist auch original, glaube ich. Ja, ja. Das Original ist, Hauptsache schleift nicht kaputt Stück. Aber der quietscht ja immer noch, hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Scheiße. Scheiße, also ihr hört wahrscheinlich nicht, aber wir hören es. Der Riemen macht immer noch Geräusch und es stinkt nach Gummi. Ja, also ich sehe wohl nichts. Also ich schon? Okay, dann liegt das an meiner Nase. An der Nase? Ja. Ich stecke so tief in irgendwelchen Angelegenheiten. Aber jetzt zum Glück nicht mehr. Glück gehabt. Auf jeden Fall ist das Geräusch noch da. Aber jetzt riecht es auch. Aber es ist ein neuer Zaun, ne? Jetzt riech ich auch was. Ja, das ist neues Pietschen, was wir haben. Gut, dass wir... Das stinkt voll, ne? Ja, gut, dass wir zwei andere Karriemen dabei haben. Einen, der hier, einen, der kürzer ist und einen, der die gleiche Länge hat. Oh. Oh, wir töten ihn gerade. Wir töten ihn gerade. Wenn ich jetzt noch Licht anmache, ist vorbei mit den Kollegen, glaube ich. Deswegen fahren wir erstmal ohne Licht. Oh. Oh, Alter. Jetzt richtig so ekelhaft, ne? Ja, ja. Weil der Riemen, der kann ein bisschen mehr ab als die normalen Riemen. Weil das ist nicht so ein Gummiriemen, das ist so ein Geweberiemen. Wenn das der ist, der Riemen. Ja, klar. In Friedeburg ist das Gummi weg, aber nur Gewebe drum rein, klar. Oh, Pech haben. Pech haben, so riecht's auf jeden Fall. Aber der Riemen, der würde, oh. ich glaub nicht, dass er nach Friedeburg überlebt. Glaube ich nicht. Nee. Also die beiden Lampen, die bei der Lichtmaschine aussehen, da können wir uns noch nicht dran gewöhnen. Die eine geht gleich an. Wahrscheinlich ja. Ja. Das Gute ist, da ist nichts, was in den Arsch gehen kann. Der Schlauch, der war weg, der hat ein Schutzblech vom Werk aus schon. Und der andere hier, wenn er unten abfliegt, passiert nichts. Also können wir weiterfahren. Liegen bleiben tun wir auf jeden Fall damit nicht. Oder es dünnt sich jetzt so weit aus, dass es gleich funktioniert. Das glaube ich aber nicht. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das stinkt ein bisschen doll, ne? Ja. Wahrscheinlich fahre ich am Montag ohne Lichtmaschine. So, wir sind angekommen. Der riemt immer noch tatsächlich. Aber man hört ihn, man hört und riecht ihn. Riechen, ja. Riechen tust du auf jeden Fall. Ich glaube, der qualmt mehr blau vorne raus als hinten. Das ist eine Scheiße. Naja, ich muss jetzt nach Hause. Ich habe hier heute Familie in Klaus. Na Gordon, guck nochmal, was das sein könnte oder was. Aber, ne, aber so lange ist der Tag heute auch nicht mehr. Mal schauen. Aber auf jeden Fall. Bisher haben wir es noch nicht hinbekommen. Aber wir bleiben dran. Ne? Ich meine, Jens konnte ja auch nicht testen. Ne? Der hatte ja keinen Riemen. Weißt du? Konnte ja nicht machen. Wie soll der jetzt das testen? Ja, ja, der hat ja auch nur auf Flucht geguckt. Das ist klar. Da muss man sagen. Das ist halt so. Ja, das ist das Ding. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir das Problem hinkriegen. Aber ich glaube, hundertprozentig nie. Es wird immer so sein, dass der nach 10.000 Kilometern einen neuen Keilriemen braucht oder so. Schätze ich. Ja, das ist ja schon mal was. Das wäre schon mal ein bisschen besser als nach 1000 oder nach 600 oder so. Wenn ne? Dann da 10 Euro reinschmeißt und kein Riemen. Jeder steht der Anhänger. Hat sich den Automaten mitgenommen, hat sich den ganzen Anhänger mitgeschrottet. Komplett rausgebogen und Reifen abgeschliffen und richtig aua, Alter. Richtig, richtig böse. Armer Harry. Harry kennt den nicht, wie gesagt, aber der ist ein ganz cooler Typ. Ja, echt. Super. Aber für Videos ist er nichts. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ne? Ja, habe ich die Zukunft. Ich kauf raus, ja. Dann muss er hier raus. Ich fahre den gleich gerade rein, ja, weil die Gurke auf dem K30-Platz steht. Gut, Leute. Würde ich mal sagen, Feierabend. Haut rein. Mal gucken, wie es hier weitergeht mit der ganzen Scheiße. Ärgerlich. Den ganzen Tag hinter einem Kajarim hinterhergelaufen, damit es am Ende nicht funktioniert. Das ist immer so ein frustrierendes Gefühl. Aber man kann es halt nicht ändern. Man kann es einfach nicht, weißt du, es ist halt so im Leben, dass manchmal manche Sachen nicht klappen. Nicht beim ersten Mal, aber wenn es beim ersten Mal nicht klappt, klappt es halt beim zweiten Mal. Ja, wenn es beim zweiten, halt beim dritten Mal. Was willst du machen? Auch wenn es beim zehnten Mal klappt. Wichtig ist, dass es irgendwann klappt. Und
ich meine, wir haben viele Leute, die richtig was können hier bei uns. Ne, Gordon und Jens, da richtig was drauf. Und hier viel mehr als ich. Und wenn das jemand hinkriegt, dann die beiden. So, haut rein, Freunde. Bis dann. Ciao. Life is great when you are Gorka Rolls. So und nicht anders. In diesem Sinne. Auf nach Hause.